Guten Tag an diesem wundervollen Donnerstag mit endlich mal richtigem Wetter. Für November jedenfalls. Ja, peinlich, peinlich, peinlich. Ich habe gestern das Video schon mal gemacht. Und das erste Video hatte ich gemacht, da war kein Ton. Da musste ich ein Voice-Over nochmal nachher machen, damit das ein bisschen, damit das halt eben nicht verloren geht. Jetzt habe ich gestern ein schönes Video von hier gemacht und beim Schneiden sehe ich dann, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nämlich, da hast du ein Video vom Mod-Launcher gehabt. Wie wunderübsch. Also versuchen wir heute das jetzt noch einmal. Diesmal mit Bild, mit Ton. Und dann muss ich jetzt dann nochmal so ungefähr das sprechen, was ich gestern gesprochen habe, was ich jetzt wieder schon nervig finde, weil das ich mir da immer so blöd vorkomme. Da muss ich jetzt nochmal entschuldigen für diesen Ton. Aber wir wohnen hier in Stahlbeton und Stahlbeton, die Zimmer, die sind wie Gitarrenkästen. Und ja, das schallt dann ein bisschen. Ich war schon am Überlegen, ob ich vielleicht Omas Wandteppiche hier aufhänge oder noch ein paar Schränke hier reinpacke, was Schall schluckt. Irgendwie sowas werden wir diese Tage machen, damit sich das nicht mehr so anhört. So viel dazu. Das hier ist die War of the Walkers Mod. Und da ist schon wieder was in die Luft geflogen. Die ich zusammen mit meiner Nichte und ihrem Lebenspartner spiele. Dieses jetzt auch mal wieder ein Einzelvideo. Und da zeige ich euch jetzt dann so ein bisschen, was wir hier gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir da so noch ein paar Folgen kriegen, wenn meine blutrünstigen Verwandten hier antreten. Da warte ich ja noch drauf, aber die sind im Moment beschäftigt und überall Kränkel hier, Kränkel da. Also ich kriege auch einen Föhn, ja. Du bist aus den Tiefen deiner Bronchien Sachen hoch am Husten, wo du dann gar nicht mehr rauchst schon. Und trotzdem, ja, kommt aller möglicher Mist hoch und es will und will nicht weggehen. Und das scheint ja anscheinend sehr vielen Menschen zu geben. Auch meine Verwandten hatten das böse C. Zum Glück waren wir nicht bei denen gewesen, sonst wäre es vielleicht noch schlimmer geworden. Vielleicht hatten wir es selber sogar auch. Kann auch sein. Nun denn, ich habe meine Arbeit immer im Wechseldienst. Diese Woche haben wir Spätschicht, das bedeutet, Videos kommen früh. Und nächste Woche habe ich dann Frühschicht, das bedeutet, dann kommen Videos nachmittags. So. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich eine Staffel starten soll. Ich bin am Überlegen, ob ich das mit der Vorsuch-Mod machen soll, die ich ja selber gar nicht gespielt habe. Die habe ich nur beim Ede gesehen. So, apropos Ede. Für die Rela hatte ich ja den Hinweis gegeben, dass wenn du die Waffe jetzt wie diese hier in der Hand hältst und du sollst mit dieser Waffe Zombies töten, dann reicht das, wenn der andere in deiner Gruppe Viecher tötet. Du musst nur die Waffe in der Hand halten. Das habe ich so ganz zufällig rausgefunden, weil ich mit einer leeren Shotgun neben der Kirche gestanden hatte, wo der blutrünstige Verwandte unterwegs war. Und auf einmal habe ich gesehen, dass diese Shotgun-Kills für mich gezählt hatten. Ja, das war ein Zufallsfund. So, das ist der Versuch mal einer anderen Horden, nicht Hordenbasis, Homebasis. Ich wollte mal weg von diesem Prinzip mit den Außenmauern und habe dann stattdessen das so gemacht. Das ist jetzt natürlich auch nur der Anfang davon. Das soll natürlich nicht so bleiben. Hier kommt dann, ja, danke Handy, hier kommt dann eine Rampe hoch und hier soll eine Zugbrücke hin. Ja, also das kommt aber noch später. Wir sind hier relativ am Anfang, auch wenn ich hier schon Level 75 bin. So, dann haben wir hier die Etage mit den guten Maschinchen. Hier haben wir schon sehr viele davon, weil wir verfolgen das Prinzip, dass meistens für Waffen und Werkzeuge und dergleichen und Arbeitsstationen, das macht dann meistens einer bei uns, die ganzen Bücher zu sammeln, damit wir schneller auf die maximale Anzahl kommen. Er ist jetzt nicht da, ich habe jetzt gestern eine ganze Menge Bücher schon gelesen und ich hole jetzt da auf. So, und dann sieht man dann zum Beispiel hier. Ich weiß nicht, ob ihr das hier schon kennt oder gesehen habt. Hier hat man diese Blueprint Papers. Die findet man oder man kann die auch irgendwie, bekommen, wenn man schon gelesene Zeitungen zerlegt. Dann gibt es dann hier Small, Large, Medium. Und diese hier haben dann auch noch andere Werkzeuge, ja. So, hier sind dann auch noch eine Menge an anderen Stationen. Das ist das nächste Ding hier. Auch Hinweis für Ede, mein Lieber. Ich weiß, du magst keine Quests. Aber am Ende von diesen Klassenquests bekommst du diese Dinger hier. Class, Wending Maschinen. So, wir sind zu dritt hier. Das heißt, du kannst also von jeder Klasse drei Maschinen haben, weil jeder ja eine haben kann.
Und diese Maschinen, die sind wirklich sehr wichtig. Also was heißt wichtig nicht, aber sehr hilfreich. Hier kann man nämlich Waffen drin kaufen, anständige. Und dann gibt es hier Repair-Kits, Rüstungsteile, Silverhelm. Dann kannst du nämlich auch Zeitschriften drin kaufen. Blueprints gibt es ja auch. Militärstoff. Ah, hier ist auch nochmal Zeitung. Ich habe allerdings jetzt hier ist ja diese Blueprints drin. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, wie oft die sich erneuern. Hier haben wir wieder die üblichen Kisten. Ich habe den gestern auch gesehen, zufälligerweise, dass wir zwei Hausbaukisten haben. Auch toll. Mal wieder gepennt. Und hier gibt es das für diese Mod eine Extrakiste. Das sind dann diese ganzen Werkzeuge, die gehören hier in die ganzen Maschinen rein, in die ganzen Werkbänke rein. Ja, deswegen haben wir da mal eine Extrakiste gemacht. So, mal den hier. Ach so, ja, richtig. Dann die Quests. Das hier, da. Eisenspitzhacke, ja, den Klauenhammer kann ich noch nicht herstellen. Und zwar habe ich gestern gesehen, dass wenn du Sachen herstellen sollst, so wie das hier, musst du, wenn die Herstellung sein soll, an deinem Tisch sein. Sonst funktioniert es nicht. Ja? So. Hier jetzt zum Beispiel, machen wir jetzt mal. Ich stelle jetzt mal den Panzer her. Das gelbe Kreischen hier mit dem Ausrufezeichen sagt, dass wir das als Questgegenstand brauchen. Finde ich auch hilfreich. Du musst nicht immer nachlesen, was du machen musst, sondern gehst einfach an so eine Werkbank dran und dann siehst du schon, was du da machen sollst oder ob es da überhaupt was gibt. So, jetzt läuft das ja hier runter. 1 Minute 20. So, währenddessen kannst du ja was weiß ich was machen. Deko und so. Das ist kein Problem, aber. In der Sekunde, wo dieses Ding hier auf Null geht, musst du hier in diesem Tisch bleiben, weil ansonsten zählt es nicht. Weil ich habe mich gestern gewundert, ich hatte ja, wie man hier unschwer erkennen kann, die Rüstungsteile und das schon alles hergestellt, was ich für die Quest brauchte. Und an den Beinschienen habe ich dann rausgefunden, dass man hier tatsächlich am Tisch bleiben muss. Das bedeutet, dass wir jetzt hier noch scheiße 45, Entschuldigung, scheiße, 45 Sekunden sein müssen. Schildchen, ich keine Ahnung, wer das da hingehauen hat. So. Dann warten wir mal. Ah, hier hat man dann auch diese Zange drin. Was ist das für Kleidung hier? Gibt es alle möglichen Werkbänke hier. Und ich habe dann zum Beispiel für die aus den Maschinen hier gekauft, die FN Scar. Das ist hier wie so eine Art Scharfschützengewehr, aber ich glaube, dass das eigentlich ein Sturmgewehr ist. Fiel mir auch ein, als mein Verwandter mich darauf hingewiesen hat, mein Mitspieler. Dann habe ich gekauft die automatische Schrotflinte, die gab es da. Und dieses Schwert habe ich, glaube ich, aus diesen Mega-Loot-Kisten, da gehen wir jetzt gleich auch hin. Da haben wir das gefunden. So, das könnte ich hier fertigen. Fertigen und fertigen. So, jetzt haben wir hier 1 Minute 30 Zeit, bis wir wieder an den Tisch müssen. So, hier oben, wir haben jetzt unten noch eine Kiste gemacht mit Deko. Hier oben kommt dann so eine Art Wohnetage noch. Und ich werde mir irgendwann mal wahrscheinlich etwas schönere Teile aussuchen. Also Gebäude aussuchen, die vielleicht ein bisschen kunstvoller aussehen oder so, weil man baut ja doch irgendwie immer wieder praktisch. Aber ich finde das auch schön, wenn man da die ganzen Sachen mal ausnutzt. Ach, das ist das, was da hochgegangen ist. Ups, daneben. So, und die Ska ist natürlich schon ein fettes Teil, man hier unschwer erkennen kann. Da war da eine Wanderhorde, die da die ganze Zeit in die Luft geflogen ist. Ich bin mir zu blöd zum Schießen. Die wackeln aber auch immer so hin und her. So, das waren die. Oh, kann man gleich schön einsammeln gehen. Das ist aber toll. Kleines Geschenk hier am Donnerstag. Moin. Das ist schön. So. Nachladen. So, das war's schon. Oh, ja, jetzt müssen wir aber schnell hoch.
aber schnell an den Tisch. Nein, siehst du, zwei Stück nicht da. Jetzt hat man nämlich den Brustpanzer. Der hat anscheinend noch gezählt. Ja. Also der Brustpanzer, den haben wir gerade noch erwischt. Aber die Handschuhe nicht. Jetzt sieht man hier, muss man jetzt nochmal herstellen. Das war jetzt natürlich nicht so günstig. Ne? Aber ich finde das immer so doof, wenn man hier so stehen muss. So, können wir die Dinger hier direkt wieder zerlegen. Zack, zack, zack. Und Wagenmesser. So, das war auch schon. Das war nämlich dann das nächste, was mir aufgefallen war. War nämlich die Tatsache, dass man hier auf diesen Werkzeugen auch andere Sachen draufpacken kann, die keinen Sinn ergeben. Gut, die sind noch nicht fertig. Super, haben wir gerade noch Glück gehabt hier. Das ist ja der wievielte Mal, dass ich dann schon die Sachen hier herstelle. So, müssen wir leider warten. So, jetzt hat es gezählt, jetzt ist es oben aus der Liste verschwunden. Auch hier schon mal zerlegen. Auch weg. Gibt es hier einen Haufen verschiedener Munition noch. Diese Klassenzettel, Klassenzettel, ja. Feldspitzen aus Eisen, wird auch noch. Lederhandschuhe. Die Liste voll. Liste ist voll. Ach, das ist bestimmt von dem, wie heißt das hier, das Messing-Heizkörper. Der braucht ja immer so lange zum Zerlegen. Weil hier kannst du ja nichts einschmelzen. Wenn du was an der Schmiede herstellen willst, wie Eisenbarren oder so, stellst du die einfach her mit den Sachen, die du in dem Inventar hast. Und du musst ja vorher nicht erst noch was einschmelzen. Das finde ich natürlich auch ganz gut, muss ich zugeben. Finde ich nicht schlecht. Das war zwar etwas ungewohnt, mal, weil kennst ja, man schmeißt ja immer alles in die Schmiede rein zum Schmelzen. Macht man ja seit jeher so. Und naja, das ist natürlich jetzt dann schon eine Umstellung gewesen. So, jetzt haben wir hier noch 20 Sekunden. Dann sind die Stiefelchen auch fertig. Wie viel Geld haben wir denn? Was? 155? Wie der Arm in die Kirche raus. So, ja, ich war ein bisschen zu viel shoppen an den Automaten. Na komm. Wir wollen ja auch noch eigentlich die Kürbisse einsammeln. Ich weiß gar nicht, wie lange die da liegen bleiben. So, jetzt haben wir noch 30. So, ja, und in dem Anfangsspiel, da gehen wir jetzt gleich gucken, ist das natürlich toll, wenn man diese Mod-Gebäude reingibt, wo 4 oder 5 Totenköpfe sind. Und die heißen irgendwie Trial oder Boss oder so. Da steht dann auch dran, mit welchem Level man da reingehen sollte. Und das hat schon ziemlich Spaß gemacht, aber die meinten, ja, das wäre nicht blutrünstig genug. Kein Problem. Für am Wochenende, falls wir spielen, was ich sehr hoffe, werde ich auf jeden Fall dieses Ding. Was? 22 Uhr auch noch. Och, nö, ist ja doof. Werde ich dann das dann hochstellen. Ruhig auf Albtraum oder so und gucken wir mal, wie das aussieht, wenn du in so ein Hochhaus mit der Aufzüge rumfährst und auf jeder Etage dann da irgendwie Hardcore-Viecher auf dich warten und dann zu dritt halt eben losballern. Dann gucken wir mal, ob das Spaß macht oder ob das Käse ist. Auch für diese Karte gilt natürlich wieder wie immer bei meinen Karten keine Berge. Ich hasse Berge, zumindest in-game. Weil die haben keinen Zweck, die erfüllen keinen Sinn, deswegen gibt es bei mir immer nur Hügel. Aber keine Berge. So, weil wir hatten schon eine Karte gehabt, da war dann irgendwie 80% Berge oder sowas. Das war so, als würdest du in einem Schweizer Tal wohnen oder sowas. Ja, also der Rest war dann kaum begehbar. Selbst laufen konntest du da kaum. Ja. So, deswegen mache ich das nicht. So, jetzt haben wir hier eine Quest fertig. Und wir haben auch ein bisschen Taschengeld bekommen.
Jetzt gibt es Stahlschienen, wenn das Ding herstellt. Stahlmensch. Mal gucken, können wir überhaupt? Nein, können wir nicht. So, Quests. Technischen Tradesman. Wo waren das hier? Toolbox. Klaunhammer können wir da nicht herstellen. Geschmiedeter Stahl, das Eisenrohr. Können wir eigentlich auch mal gerade eben schnell in die Finger nehmen. Wo ist denn das gewesen? Warte mal. Da. Ja, genau, haben wir doch schon mal. So, einmal in die Finger genommen, dann ist das erledigt. Glaube ich jedenfalls. Ja. Jetzt haben wir nur noch das mit dem geschmiedeten Stahl. Davon haben wir nicht viel, glaube ich. Ah, 357. Ist noch nicht. Ich bin auch noch gespannt, was das mit diesen roten Parts-Teilen auf sich hat. Da gibt es ja noch so rote Advanced Parts. Da wollen wir mal gucken, was die so können. So, Armor Progression 6 sind wir schon. Animal Hunting. Das ist noch ein bisschen kaputt hier. Turkey Dinner fertigen. Na, da kann ich glaube ich noch gar nicht. Ach, dafür brauchen wir diese Sachen hier. Ja, da müssen wir erstmal anfangen, die Landwirtschaft hier hochzuziehen. Aber das mache ich für gewöhnlich erst, wenn ich vom Landleben auf maximale Stufe habe. So, die Covered Class haben wir schon fertig. Aha, Gladiator könnten wir jetzt hier zum Beispiel machen. Light Armor. Parkour können wir noch nicht. Was brauchen wir dafür? Player Level 90. Okay, aber hier gibt es ja den wieder. Brauchen wir hier Level 80. Halten wir ja bald um Level 110 brauchen wir dafür. So, Soldier Class haben wir auch schon fertig. Hier können wir, hier können wir zum Beispiel schon mal die Heavy Armor fertig machen. Ja, die hier sind auch schon alle hoch. Dann haben wir Survivalist. Ach, den haben wir auch schon fertig. Gucke an. So, und hier war Living of the Land. Ach, haben wir schon fertig. Dann können wir ja bei der nächsten Folge mal mit Landwirtschaft anfangen. Weil ich habe hier so ein cooles Gewächshaus gesehen. Ich glaube, das baue ich mir nach. Das haben wir noch. Technischen ist noch nicht fertig. Sieht man ja. Da fehlt dann sogar noch Level 2. Und dann kann man hier auch anfangen, Sachen freizuschalten. Ja, den Tradesman, den müsste ich eigentlich mal freimachen für die Geschichten hier. So, Advanced Benefits. Was ist das denn? Ach, das war hier irgendwas mit dem Higher Level, ne? Ja, alles klar. So, dann die Action Skills. Oh, Pickaxe sieht natürlich auch schon sehr gut aus und die anderen auch. Außer die Power Tools, die hatten wir ja noch nicht. Eigenschaftsbücher, da habe ich glaube ich sogar schon welche fertig gehabt. Da, glückliche Sammler. Gegner haben eine größere Chance, Beute fallen zu lassen. Ach, da kommen die ganzen Kürbisse her. Was haben wir denn hier? Zeitungen. Ammo, Construction. Ja, da fehlte mir noch ein bisschen was für das verdammte Cobblestone. 25, glaube ich. Da fehlen noch zwei Bücher. Vielleicht finden wir die ja noch. So, Knüppel ist sehr hoch. Was haben wir da noch? 30, 44. Also langsam hole ich hier auf. Was haben wir denn da? Bilders Workstation. Coffee Maker. Microwave. Food Processing Table. Investment Bank. Deposit Dukes. Wenn da von Zinsen drauf kriegt, das wäre ja lustig. Investment Bank. Das finde ich witzig, das Ding, das gucken wir uns auch mal an. Hier gibt es Zementmischer. Smithing Workstation. Playerofen. Ja, der Playerofen ist, glaube ich, ganz cool. Ja, man kann so besser Essen machen, glaube ich, geht da viel schneller. Brewery Station. Fabrication Workstation. Blueprint Workstation. Slotmaschine. Okay. Chemie. Recycler. Was soll das denn sein? Ach. Naja, jetzt gucken wir uns alles noch an. Also hier haben wir noch zu tun reichlich, aber wir haben hier noch gar keine Hordenbase gebaut. Wir hatten bisher
Nämlich hier dieses passende Gas, das war dieses Anfangsgebäude, wo wir drauf gegangen sind. Das war ziemlich stabil. Das ist natürlich innen drinne von den ersten zwei Horden alles kaputt. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. 23, 25. Zum Glück müssen wir ja hier nur bis um 2 Uhr warten. Muss ich überhaupt warten? Weil wir haben ja unser Sort dabei. So, ah, da war das. Kürbisse, lieben Kürbisse. Ach, die guten alten Klingen fallen. Ich glaube, die funktioniert sogar. 25 Eisenbarren. Was haben wir denn da? Schaufel XP. Bücher sind Jod. Eine Schatzkarte haben wir auch. Ammo Supplies. Ich doch richtig gehört. Oh nein. Bist du hingefallen? Hast du dir wehgetan? Oh. Machen wir mal. Wie geht denn nochmal ein Screenshot? Haha, hab ich vergessen. So, und die Teile habe ich bei den anderen nämlich auch noch nicht gesehen. Das sind diese Sprengfallen, die sich von selbst wieder aufladen. Hast du dann diese Platte drauf, wenn du hier drauf trittst, fliegt das Ding in die Luft, dann hast du den grünen Kasten aber noch da. Laden sich nämlich wieder auf. So, nach einer Weile erscheint dann diese Platte hier wieder, ich weiß nicht, eine Minute oder wie lange das dauert. Und dann ist das Ding wieder einsatzbereit, ne? Jo, eigentlich hatte ich die Nachtsgeschwindigkeit auf Albtraum gestellt. Mit dem Schwimmen scheint das da ja auch kein Problem zu sein. Ja, das natürlich eine tolle Sache. Oh, hier haben wir Construction. Was wir noch gesucht haben. Sag mal, 24. Jetzt brauchen wir nur noch eins. Da können wir endlich mal Cobblestones herstellen. Ich denke, dass ich dieses Ding dann hier weiter benutzen werde. Wir werden wahrscheinlich die Fallen hier noch so ein bisschen ausweiten. Für die Hordennächte stelle ich ganz gerne hier unten auch schon mal diese National Guard Officers hin. Die sind auch immer sehr hilfreich. Und ja, da werden wir wahrscheinlich hier noch so ein bisschen ausbauen, weil das Gebäude doch recht stabil ist von Passengas. Müssen wir leider immer noch warten. 1 Stunde 50 im Game. So, und dann die Homebase. Wie gesagt, da müssen wir wirklich mal gucken, was wir damit machen, weil das finde ich jetzt auch nicht so richtig schön. Architektonisches Meisterwerk sieht halt anders aus. Kein Problem. Ja, dann langweilen wir uns hier noch ein bisschen. Was haben wir denn da? Explosive Fuse fürs Sharp Sticks. So, ob die Kisten wieder aufgeladen sind. Forge ahead. So, dann nehmen wir doch gerne. Ist auch gar nicht teuer, ja. 300. Farming Furious Fists. Blueprint. Weapon, Repair Kits, ähnlich. Aha, das Ding hier ist auf jeden Fall aufgeladen worden. Mal hier kaufen wir. Vor allen Dingen sammelt sich dann das Geld auch nicht immer so an, weil nach einer Weile hast du dann 50 Riesen oder 100.000 oder so. Eine Kick-Image mehr wird anfangen. Ja. Kaufen wir auch. Nickel war Sturmgewehre. Class Challenge. Mini-Zombies. Schosse, die kennen wir ja schon. Silver Armor Crafting. Auch interessant. Armor Fists. Armored Up. Furious Fists, nicht Armor. Armored
Strom und Abwärme. Die brauchen wir, glaube ich, damit wir die Stahlrüstung bald herstellen können. Was haben wir denn da? Leder- und Eisenqualitätswahl. Arbeitsstation am Bus. Zack und Level up. Gut. Bauplan. Hier hat man das zum Beispiel, das ist jetzt mit so einem grünen Haken, heißt, haben wir schon gelesen. Zerlegen. Und da kommen dann 3 von diesen Blueprints raus. Mit 15 von diesen Blueprints kannst du dann ein neues Zeitungspaket herstellen. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ach ja, das war ja hier mit Vergammeln am besten. Hab ich gar nicht dran gedacht. Das sind wir ja auch nicht schlecht. Nee. Hauen wir mal ein bisschen rein hier. Zack, zum Trinken. Wenn wir Glück haben, ist dann gleich das Gebäude resettet worden. Ich glaube, wir brauchen noch eine Motzkiste. Nehmen wir doch einfach mal die Hausbaukiste. Und packen hier neue Mods rein. So, weil die andere war, glaube ich, schon voll. Zack, zack. Zack. So, Blümchen. Das. Händler. Wo kann man das und das und das reinpacken? Generator, ich weiß ja nicht, wofür wir den brauchen. Und dann wieder das alte Problem, dass du 50 Mal hier durch die Sachen durchgucken musst. Ja. So, dann haben wir noch Arbeitsstationen. Das Ding rein. Medizin. Mal hier das und das. Kann man da noch rein tun? Look. Dann tun wir hier noch ein bisschen was rein. Halt, stopp. Da hab ich doch einfach was gesehen. Nein. So, was haben wir denn da jetzt noch? Die Metallbank. Auch nicht so wirklich dringlich. Den Generator, den packen wir mal bei ihm hier rein, weil der ist ja unser Elektroman. Die Zettelchen packen wir auch mal bei dem mit rein. Zack. So. Was ist denn da? Grilled White Meat. Das scheint aber weniger schnell abzulaufen als meins, ja. Das hier tun wir mal lesen. Dann ist das auch weg. Sand. Wieso ist der da nicht mit reingekommen? Hat der doch gar nicht. Was höre ich da schon wieder? Was ist hier los? Na, wo kommen die Geräusche her? Ach, der kämpft gegen so einen. Gut. 1.23 Uhr. Ja, dann sind wir ja bald soweit losziehen zu können. Hab ich doch wieder richtig gehört. Meine Ohren sind meine Freunde. Irgendwo hier wird gehauen. Mehr. Was? 5,56 haben wir nichts mehr da. Kann ja gar nicht sein. Verwirrend. Gut, hier ist nichts mehr. Alles klar. Müssen wir doch mal gerade bei den Patrönchen gucken. Kann das sein, dass ich aus Versehen weggeräumt habe. 5,56, aha, tatsächlich weggeräumt habe ich sie. Ja, dann brauche ich mich ja nicht zu wundern. Ja, die hier können wir auch mal hier rein tun. Brauche ich jetzt aktuell auch nicht. 117 reichen da völlig aus. Da ich ja eh nicht so viel schieße, sondern mehr mit dem Scharwehr-Tower.
Eisenschaufel. Wieso ist die so kaputt? Vierzehn, 34, 62. Eisenschaufel. Ach, das war die gefundene. Alles klar. Gut, gut, gut. Das war die gefundene. Ah, die machen wir aber wieder. Stellen wir uns später eine bessere. So. Gucken wir mal, was wir jetzt hier neben hier rein tun. Wahrscheinlich. Ja, hier kann man gleich hin. So. 50, dann können wir, glaube ich, so langsam losgehen. Mal ganz schnell umgucken. So, wir wohnen jetzt hier an einer großen Stadt. Und gestern hatte ich nämlich die ganze Zeit nach dem Tower gesucht. Den habe ich nämlich etwas später gefunden. Und hier ist auch noch neben der Stadt eine weitere große Stadt. So, und das ist nämlich dieser Trial Tower. Davon gab es auch hier einen, nämlich hier der. Aber der hier war der erste, wo ich reingegangen bin. Es könnte sein, weil wir einen neuen Tag haben, dass da vielleicht der Loot wieder aufgeladen ist. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Okay. Ja, dann wollen wir mal. So, ich bin übrigens schon der Erste, der hier ein Moped sich gebaut hat. War etwas aufwendiger als bei den anderen Mods. Aber ich kann jetzt schon wieder die Leute hören, die sagen, wie kann der es wagen, so was ein Moped zu nennen? Ja, ist ein Motorrad, ich weiß. So, Mama Pizza. Na, brauchen wir heute keinen Bedarf. So, ja, ich spreche jetzt außerdem die ganze Zeit ein bisschen leiser, damit das halt eben nicht so schallt. Weil wenn ich in der normalen Lautstärke sprechen würde, dann hört ihr dann nur Blechbüchse. So, dann hoffe ich jetzt nur, dass das Video auch vernünftig funktioniert. Walls Police Station. Ach, das ist diese riesige Polizeistation. Ja, die dauert ja auch immer 100 Jahre. So, ich sollte vielleicht auch mal die Shift-Taste drücken. Ich wundere mich gerade schon, wieso fährt denn der so nah am Arsch? So, diese Gebäude, die sind nämlich wichtig. So, erstens mal machen die echt Spaß. Also dieses Konzept da mit diesen Aufzügen finde ich super lustig. Und oben hast du dann dieses Shift 3. Dieses Labyrinth mit diesen Schlüsseln und so, das finde ich da auch eine tolle Sache, das macht auch viel Spaß. So, nachdem ich natürlich jetzt weiß, wo der Lootraum ist, habe ich mich hier natürlich auch erst von innen rausgehackt, damit ich halt weiß, wo ich hin muss. Bei den anderen Türmen, also wir haben ja mehrere davon. Dieses Teil heißt halt den Trial Tower. Ich glaube, da gab es auch noch andere Trial-Gebäude. Die haben alle mindestens 4 Totenköpfe, manche sogar 5. Ja, bequem. Und da hinten ist die Eingangstüre. Dann wollen wir doch mal gucken, wie es denn hier ausschaut. So. Du kommst also von hier, ne? Da ist dann so ein Labyrinth aus Schlüsseln und Wänden und allen Kram. Da geht dann immer wieder eine Türe auf, bis du halt eben hier bist. Das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Lootraum, der gefällt mir gut. Aber er ist leider noch nicht zurückgesetzt. Ich habe das dann mal mit meiner blutrünstigen Nichte hier gemacht. Einer hat dann die linke Seite gelootet, der andere die rechte. Jeder hat dann so eine Hälfte hier abbekommen und hier vorstanden auch noch ein paar Kartons. Schade. Also ist noch nicht wieder aufgeladen. Wahrscheinlich doch tatsächlich auch nur einmal die Woche oder so. So, und dann können wir hier wieder losgehen. Wo war denn jetzt hier mein... Ach da. Tja, leider noch nicht aufgeladen. Weil bei dem anderen, da wo Boss gerade eben auf der Karte stand, da waren wir auch schon drin gewesen mit einem ähnlichen Lootraum. Aber da war nichts.
Und wenn du dich hier durchhacken willst, du hast dann hier so eine schöne Platte mit 6.500, dann kommt die nächste Würfelchen mit 6.500, dann kommt noch ein Würfel mit 6.500, das dauert ein bisschen, also mit einer Steinaxt solltest du vielleicht da nicht unbedingt hingehen, ja, das ist dann nicht cool, ja. Hier ein kanalisches Gebäude. Och, gehen wir doch einfach mal zum Spaß mal rein und schauen und so. Ja, und da habe ich halt, wie gesagt, gesehen beim Ede, dass er halt hier eine echt armselige Ausbildung hat für seine Verhältnisse, weil er hat ja normalerweise immer so früh die Schrotzen so schnell. Aber diesmal nicht. Was haben wir hier? Shift 1, Shift 2. So. Mal noch ein bisschen was schrauben hier. Schon wieder einer Zeug nehmen. Hä? Was ist das denn? Jetzt gerade zurückgesetzt worden. Ist ja witzig. Ja, dann wollen wir mal gucken. Also ich würde ganz gerne eine Staffel anfangen. Wahrscheinlich werde ich eine machen, wo wir nur am Wochenende sind. Das ist dann, wenn ich mit den zwei Spatzis zusammenspiele. Da kommt dann halt eben so sporadisch, wenn wir Zeit haben, eine Folge. Und dann werde ich die fragen, ob die Stimmen von denen mit aufgenommen werden dürfen. Dann sollen wir ein bisschen auf ihre Aussprache achten, wie ich das ja auch machen muss hier leider. Ich kann ja auch hier nicht so sprechen, wie ich das normalerweise machen würde, weil sonst fliege ich ja gleich bei YouTube wieder raus. So, Scavenging Level. Und dann triggert mich das ja immer, ne? Der Freund von meiner Nichte macht das auch, wenn diese Tools, Digest nennt er die Dinger. Ich habe das letzte Mal schon mal irgendwo gehört. Die heißen Digest. Ja. Kann man föhnen, wenn die Leute Digest sagen. Wahrscheinlich machen die Leute das jetzt mit Absicht, weil ich es gesagt habe. Was auch wieder okay. So, tun wir mal ein bisschen hier Schrauben. Vielleicht soll ich diese Schraubenschlüssel mitnehmen, weil ich bin ja Tankwagenfahrer. Vielleicht kann ich das auch so abschrauben bei unserem Parkplatz. Vielleicht kriege ich was dafür beim Schrotthändler. Mal ein bisschen gucken und dann schauen wir uns jetzt mal an, was das hier für ein kanadisches steht. Nied Walls Unreal Stupor Store. Soll das denn heißen Styropor schlagen oder was soll das Stupor? Ich weiß gar nicht, was das ist. So, gierig wie wir sind, waren wir auch an den Mülltonnen. Dann gucken wir uns doch einfach mal das Gebäude hier an. Haha, da haben wir den da. Guten Tag. Hopp. Keiner. Oh, nehmen wir hier noch ein bisschen. Ich glaube, ich muss echt die Schwierigkeit mal was hochdrehen. Ne? Oh, großer Laden hier. Und sogar eine Bücherecke. Dann haben wir den da. Ach, die wieder. Ich hasse diese Krabbelfeder. Sonst noch wer hier ohne Fahrschein? Naja, wird schon kommen, wenn der was will. So, nehmen wir mal die schönen Kürbisse mit. Wir lieben Kürbisse. Liebt ihr das auch immer so? Schritte hören, aber nichts sehen. Ach, da hinten. So. Komm mal hin, hier wer. Fackelt denn hier den Laden ab? Ja, also diese automatische Schrotze gefunden zu haben, beziehungsweise gekauft, finde ich eine ganz tolle Sache. Das erleichtert das Ganze hier enorm. So, was haben wir denn hier? Was ist da los? Wow! Guck mal an, eine Überraschung. Ich liebe es, gierig zu sein.
Ja, dann haben wir eine neue Axt gebaut. Die tollen Shotgun-Dinger, wo meistens immer keine oder eigentlich nie eine Waffe, glaube ich, drin ist, außer Hefte. Das war jetzt aber mal eine Überraschung hier. Da habe ich mal gar nicht gerechnet. Toll. Ein Gammelwasser macht eine Sandkiste ernsthaft. Bevor das vergammelt ist, was war das denn? Champagner. Was ist das denn hier? Clothing Stores. Gesichtspiercing. Infektionsrisiko ist nicht schön. Dann sticht der doch Piercings von fragwürdiger Herkunft. Der ist gut. Ich mal mit ich meiner Nichte. So. Und noch mehr Piercings. Eine Glücksbrille. Ja, die brauche ich im echten Leben auch nochmal. Brewery. Toll. Ja, Gammelwasser. Fruit Sangria, geil. Oh, und dann einmal zur anderen Seite. Ich habe ja so einen kleinen Verdacht, ne? Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich auch da hinten die ganzen Knöpfe an den Wänden gesehen. Ich vermute ja, wenn man die drückt, dass da irgendwas Komisches passiert. Ich glaube nicht, dass man damit einfach nur Türen aufmacht. Ja, Zeitungen immer her damit. Immer her damit. Sehr schön. Das freut mich. Jawohl. Immer noch Kisten hier. Du liebe Güte. Nur so als Hinweis, ich habe also den Tier oder so nicht hochgedreht. Der ist bei 100%, glaube ich. Ich habe den auch nicht. Früher habe ich den mal so auf 125%, glaube ich, gemacht. So. Mal irgendeine Waffe. Das Ding packen wir noch nicht an. Erstmal gehen wir hier drinne. Weil was mich merkwürdig finde, ist, dass es hier zwei von den Dingern gibt. Und da ich ja so schreckhaft bin, habe ich so den schweren Verdacht, dass damit irgendwas passiert. So, aber jetzt müssen wir erstmal hier das Geschäftliche regeln. Erstmal gierig. Und da wäre ja wieder so ein Tools Digest. Na, hoppla, ich kann gar nichts mehr mitnehmen. Ich denke gerade schon, wieso sammelt der das nicht ein? Halloween Decorations. Get Hammer. Hier sind mal, ja, die Hammer, die brauchen wir sowieso nicht. Construction. Ja, jetzt kann man, glaube ich, endlich Cobblestone. Na, das wurde ja auch mal Zeit. Das Ding zerlegen war. Das lesen. Haben wir wieder eins fertig. Lesen. Und du wirst zerlegt. Forge ahead. Tools Digest. Was haben wir denn das? Selbstgebautes Gewehr. Ja, geh mal weg. Wer braucht denn sowas? Kein Mensch. Stahlspitzhacke, gucke mal an. Haben wir denn da Salvage Tools freigeschaltet? In die Land. Du bist zerlegt. Zack, zack, zack. Steht hier Action Skill. Nutzen wir mal. Tactical Warfare. Haben wir jetzt, glaube ich, soweit erstmal alles. Machen wir hier auch noch ein bisschen Platz. Dann können wir weiter gierig sein. Das lohnt sich ja noch ein paar Tage und dann habe ich endlich die ganzen Bücher. Und wieder die tollen Kopfseiten. Hasse ich ja auch immer bei Aldi oder so, finde ich die auch furchtbar. Findest du dann Sachen, die voll wichtig sind? Suchst ihn, suchst ihn, suchst ihn, dann hast du die ständig auf irgendwelchen Seiten.
fahre ich ja total drauf ab. Und vor allem, wenn ich dann in den Laden komme und alles umgeräumt. Ja, wir haben alles nach den neuesten Erkenntnissen gestaltet. Das ist mir doch egal. Wo sind meine Nudeln, die ich haben will? Könnt ihr gestalten, wenn ihr wollt. Ja. Noch mehr Gammelwasser. Köstlich. Loot Stage 132 habe ich schon. Kann man mal sehen, wie gierig ich schon war. Oh, noch mehr Kisten. Sieht ja aus wie bei uns im Netto hier. Was ist denn das für ein komisches Warenhaus hier? Habe ich auch noch nie gesehen. Ach was. Was ist denn hier los? Gibt's ja gar nicht. Guck sich das eine an. Ich kann den nicht mal mehr mitnehmen. Spinne überladen. Gammelbrot, das schmeißen wir mal weg. XP benutzen wir mal. Unglaublich. Was ist denn das? Yo! Unglaublich. Will man nur eine kleine Folge machen, nur mal so ein bisschen zu gucken. Kann schon wieder nichts einsammeln. Und dann findet man so ein Gebäude hier. Wer hätte das gedacht? Das können wir ja mal trinken. Was kann man denn damit überhaupt machen? Tragen. Okay. Aber das machen wir jetzt nicht, weil da passiert Schnollen, was komisches. Oh. Hoppla, das war ja Alkohol. Hat einer eine Lesebrille dabei? Ist das ein großes Ding hier? Du hattest schon wieder nicht lesen. So. Keine Ahnung, was das sein soll. Iced Tea. Nutzen wir den mal. Ach, das war dieses Supply Flare Books. Ich mal gucken. Herrgott. Ich weiß ja schon langsam nicht mehr, wo ich hier noch was wegschmeißen soll. Ach so, und die Dinger, die sind gar nicht sammelbar. Also nicht stackbar, meine ich sammelbar. Ausfahrt das oder so. Kann den selber so aufnehmen. Ahnung, was das ist. Das haben wir sowieso schon. Mal wegschmeißen. So, und noch mehr Fortschritt. Ach, nehmen wir mal ein bisschen wieder mit. Kann man einmal gebrauchen. Ja. Ach, hier sind noch mehr. Das reinste Loot-Paradies. Flair ist doch normalerweise so ein Leuchtfeuer oder was, ne? So, keine Ahnung, was ich das hier noch hinpacken soll. So, mal hier die Steine, das kann man zerlegen. Dann nehmen wir das auch noch mit. Ja. Zündzeit. Ausrüsten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man damit irgendwie so eine Art Loot-Droppe rufen kann oder sowas. Dann probieren wir gleich mal aus. Ich bin out of Platz. Survivalist. Stahlspitzhacke. Da haben wir noch ein Jagdmesser. Da brauchen wir auch nicht. Doch, meine Güte. Na, ist mal ruhig noch was. Ist ja egal. Du.
Geil. Forge ahead. Stufe 3 Zement. Ich habe mal freigeschaltet. Wie schön. Können wir die endlich mal selber herstellen. Da. Das war jetzt hier aber hoffentlich an. Jau. Was ist das denn für ein komischer Laden? Der ist ja witzig. Ja. Ja, okay. Ja, natürlich, gib immer her damit. Ist ja überhaupt gar nicht, wie ist das denn? Jo. War ja mal ein ordentlicher Boost. Ja, ich hatte ja keine Ahnung, was ich damit machen soll. Kann ich ja nicht mehr einsammeln. Nicht mehr Dietriche kann ich aufheben. Ja Gott. Ach, hier haben wir doch was. Können wir doch wegschmeißen, den Käse hier. Ach. Noch mehr Zeitungen. Konnten wir noch aufheben. Rohr auch. Und noch mehr Zeitung. Okay. Geht ja ab, ey. Das ist ja mal ordentlich. Unglaublich. Genauso schön wie die Trial-Gebäude. Immer her damit. Immer her damit. Und noch eine Axtstufe 5. Hey. Wo hätten wir denn da noch ein bisschen Platz? So, einer haben wir auch. Jetzt noch weiter. Ich werde mir noch nicht mal den Verkaufsraum fertig. Das. Hier ist auch noch die berühmte Kopfseite. Da hatten wir schon geguckt. Das ist irgendwas. Warum man nicht? Damit. Oh, da hatte Mutti noch ihr Einkaufskörbchen liegen gelassen. Mit den Hund, mit den Nöchelchen für die Hunde. So. Dann immer noch nicht. Mein Gott. Das sind noch mehr Regale. Unglaublich. Eine Schiene. Naja, gut, das ist ja nur wirklich nichts. Ich werde jetzt so dringlich bräuchte. Wir haben ein Parcours gelevelt, ne? Und dann besonders lustig finde ich das immer, wem ist das auch schon mal passiert, dass man, wenn man Parcours
Also wenn man eine neue Karte gespielt hat und man springt von einem Gebäude runter und im Fliegen wird einem bewusst, verdammt, das ist eine neue Karte. Ich habe nicht Parkour gelevelt. Und dann wartest du so mit verkniffenen Augen auf dieses ekelhafte Geräusch von deinem brechenden Bein. So, tu mal direkt zerlegen hier. Brauche man nicht. So, ich nehme nur Designerschuhe. Das nenne ich mal einen anständigen Supermarkt. Ja. Lieber mal Gammelbrot hier lassen. Ach, ich das auch noch eins. So, hier haben wir jetzt aber fehlig, das da haben wir auch noch vorhin schon Jeansbuchsen. Wollte ich die Folge eigentlich gar nicht so lang werden lassen, natürlich ist das nur aufgrund des Gebäudes. Ne? Normalerweise würde ich sagen, dass die Folgen eher so dreiviertel Stündchen oder so gehen. Oh, Warteschlange ist voll. Was ist denn da drin? Oh, ist das denn da so lange? Ach, wir können das hier nicht. So, jetzt aber. Ist denn das? Aber wir müssen ja noch ausprobieren, was passiert, wenn wir da hinten das drücken, Knöpfchen. So, das war das. Jetzt haben wir den. Ach nee, immer noch nicht fertig. Hier, ich könnte mir vorstellen. Das ist bestimmt auch einer von den Knöpfen da hinten. Wo wollte ich denn jetzt noch gucken? Ach, das war noch was. Haben wir hier die Hamakia gemacht. Dann mal hier. Kuckuck. Am Anfang brauchst du diese verdammten Dinger. Fertilizer. Ja, damit beschäftigen wir uns das nächste Mal. Könnt mir ja reinschreiben. Oder mich wissen lassen, ob ihr eine Folge davon haben wollt, wegen Landwirtschaft. Diesen Fertilizer und so, da habe ich schon eine ganze Menge gesammelt. Und dann muss ich natürlich wissen, wie man die verbindet mit den Samen, dass das zu verbesserten Sachen wird. So, jetzt haben wir hier Sachen für S und S. Noch mehr Gammelwasser. Und Gammelwasser. Das kannst du da lassen. Und in hier Household Chemicals. Das sind das hier. Stahlschlagrinder. Die berühmte Säure. Kann man auch schon wieder nicht mitnehmen. So, aber jetzt. So, das haben wir auch. Okay. War jetzt hier. Da haben wir jetzt echt noch ein so ein Ding übersehen. Unglaublich. Die Kopfseiten, ihr wisst's. Ups. So. Das hatten wir. Das haben wir auch. So, jetzt gibt es hier. Ah, okay, das war zum Auf- und Zumachen von dieser Türe. So, aber dieser Schlüssel, der macht die Außentüre auf. Und die machen diese Tore auf. Okay, dann passiert hier also nichts. Glaube ich. Berühmte letzte Worte. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas passiert. Aber hier ist doch bestimmt was drin noch. Hoppala! Da habe ich hier was zum Lesen. Kannst du mal sehen, wenn du nicht überall hinguckst. Haha.
Tierfett. Ja, schon nicht mehr gesehen. Atomales Parts, aber das sind Sachen, die benutzen wir nicht. Zumindest die Teile da nicht, die waren hier für einen Hammer oder sowas. Auch keiner. Noch mehr Farbe. Kleber können wir mitnehmen. Zerlegen, zerlegen, lesen, technischen. Ja, können wir schon wieder nicht mitnehmen. Herrgott. Farbe. Meine Sachen nicht an. Ups. Ja, falscher Knopf. So, haben wir jetzt langsam alle. So, das war das. Moment, was ist das denn hier? Ein Einkaufswagen auf dem Dach. Okay. Hier regnet es Einkaufswagen. Nein, danke. Oh. Mitmachen sollen. Schaden plus 50%. Nehmen nur das mit, was wir noch mitnehmen können. Aber es muss doch irgendwie noch einen Mechanismus geben für dieses. Oh. Muss ja noch einen Mechanismus geben, um diese Tür da unten aufzumachen. Na, Shotgun. Können wir moin mal reingehen. Was haben wir denn hier? Ah, stimmt, hier gab es ja noch eine erste Etage. Richtig, richtig. Gucken wir uns die noch an. Da machen wir eine etwas längere Folge. Aber so, stimmt. Hier hatten wir so weitestgehend alles eingesammelt. Aber hier war doch irgendwo eine Treppe nach oben. War die hier hinten drin? Ja, da ist sie. Wie die Oma schon gesagt hat, nicht den Kopf verlieren. Hoppla, zu spät. Sorry. Mal ein bisschen was kräftiger, die Herrschaften hier. Ich höre Leute. Freust du dich immer über Küchen, aber später hast du einfach keine Lust mehr darauf. Boah, was haben wir denn da? Ist ja merkwürdig. Scheint, glaube ich, langsam, dass wir das Gebäude vielleicht verkehrt rum gemacht haben oder so. Weil das sind ja eher die Viecher, die ich erwarten würde vor dem Blutraum oder so. Nenne ich mal echt schwierig, ja.
Ich hatte schon gar nichts mehr mit neben dir. Ohne Batterie. Eine Batterie. Tja. Moin noch mal reingehen. Ups. Hier müssen ich morgen noch mal reingehen, weil hier muss ja noch mal wiederkommen. Das ist ja vielleicht mal so ein richtiges Loot-Mania-Gebäude hier. Finde ich toll, dass es sowas überhaupt gibt. Ach so, das waren mit 4 Totenköpfen. Okay, da habe ich nämlich gar nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Nicht nachgeguckt. Junge, Junge, Junge. Da unten waren ja auch noch diese Pop- und Pilzkisten drin. Kakaobohnen, Äpfel. Schon mal mehr mitnehmen. Du liebe Güte. Was haben wir hier? Was ist das? Dirtbike Chassis. Chassis, mein Gott. Ein Chassis. Oh, Chassis. Was ist hier los? Das für ein Hund. Das ist echt nicht. Darf nicht wahr sein. Das kann ich auch schon nicht mal mehr mitnehmen. Herrgott. Oh, ach ja, wie war das jetzt hier? Plop. Kann ich mal mehr Schrotpusten-Uni mitnehmen? Wieso? Oh. Okay, machen wir hier noch die Bücherkiste rum. Ja, das hat sich ja mal richtig gelohnt, an dem Gebäude hier. Da muss ja schon zu zweit reingehen, damit du überhaupt alles mitnehmen kannst. Das zu glauben, ja. War das? Auch Blueprint. Pfeifen wir uns später rein. Z. Ich sag, ich kann das schon gar nicht mehr alles mitnehmen. Ich müsste es eigentlich erstmal nach Hause gehen und dann nochmal wiederkommen und hier alles einsacken.
Okay, so, wie hieß das Ding? Unreal Canucks Stupor Store. Okay. Das hat sich mal gelohnt, das Ding. Markieren wir uns mal hier. Bisschen speichern. Tun wir den daneben. Nehmen wir mal hier so Barren. Nennen wir das Ding mal Loot. Gut, dann gehen wir jetzt noch eben zurück. Das da können wir auch morgen mal angucken uns. Und dann lasst es mich wissen, ob ihr eine Folge mit Agrarwissenschaften hier sehen wollt. Na, wo ich dann das aufbaue. Muss dann nur gucken, ob wir genug Zeug dafür haben. Gehen wir mal dahin. Ach so, ja, ich hatte ja den Tyrannosaurus schon gelevelt. Wenn wir ein bisschen weiter laufen. Später war es dann in Game 11:10 und die Folge hier. Oh, 1 Stunde 10 schon. Ja, wenn du natürlich dann diese Waffen hier kaufen kannst, ne, dann ist das natürlich Formsache. Habt ihr ja gesehen, jetzt hier 4 Totenköpfe mal eben reingegangen und zack, 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 alles kurz und klein gehauen mit dem Superschwert und das war's. Und der Sunrise, der hatte auch in diesem Bunker oder was das da war, der hatte auch da unten so einen Lootraum gefunden. Da hatte der irgend so eine Art Super-Pickaxe gefunden, die so einen phänomenalen Schaden machte und irgendwie fast nie kaputt geht. Ja. Das war auch ein tolles Teil, was der da gefunden hat. Ich will mal angucken, was das für eins ist. So, 200 Meter. Können wir das natürlich hier nicht weiterspielen, so nennenswert, es sei denn, ich würde alles vorbereiten für die Horde Tag 3, beziehungsweise die dritte Horde. Ja, bitte. Gute Nacht. Ja, das ist wieder so ein Drogenkäppchen. Du hingefallen. Jetzt müssen wir mal kurz noch durchgucken, was wir denn jetzt alles können. Aber das machen wir dann besser zu Russ. Also alles, was hier 4 oder 5 Totenköpfe hat, ist extrem Loot anscheinend. Probieren wir mal mit einem anderen Gebäude aus, wo wir auch wieder 4 Totenköpfe haben. Gummicreme, Eisenspitzhacke, Jagdmesser. Ach so, ja, richtig. Supply, dieses Flair-Ding, das wollte ich doch mal gerade ausprobieren, aber da gehen wir jetzt erstmal hier hin. Machen zumindest mal ein bisschen Platz. Das wollte ich doch gerade mal ausprobiert haben, was das für Dinger hier sind, diese Flares. Steht denn da? Ups, das hört sich doch gut an. Ups, geht immer. Gehen wir mal dahin. Jetzt? Ach was. Das ist ja lustig. Mit der Schatzkarte drin. Das ist ja witzig. Damit kannst du also tatsächlich Kisten prüfen. Das finde ich ja toll. Was sind das Selbstgebot? Das ist schon wieder eine Schatzkarte. Das ist ja echt lustig, ja. Building. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ja. Sind das denn für Dinger hier? Okay, Steinschaufel, das ist klar. Eisenspitzhacke brauchen wir auch nicht. Nivellierhacke. Was ist denn das für ein Ding? Stones Pickaxe. Na bitte. Iron Hoe. Dass das Ding Hoe genannt wird, finde ich es auch irgendwie nicht so toll da. Food and drink.
schmeißen wir die doch mal hin. Gut da. Essen ist fertig. Weed. Sind ja die Sachen, die du brauchst, um diese Questen da zu erledigen. Ammo. Hi, na. Also das ist dafür da. Das ist wirklich lustig. Das gefällt mir. Aber gut, wenn ich ja jetzt immer mehr kennenlerne hier von den Sachen, sollte das Formsache sein, bis du hier alles voll hast. Das dauert dann wahrscheinlich gar nicht lange. Nivellierhacke, da steht's doch. Benutze die Nivellierungshacke, Geländedichte zu mitteln, um deine Lücke zwischen Gelände und festen Wurfelblöcken zu schließen. Wenn du stehst in die mittleren und die Feldbecken setzen, berücksichtige die Schienenhochsäulen auch. Lücken füllen. Okay. Sehr interessant. Müssen wir uns morgen machen. So, Fertigkeiten. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Zeitungen von gelesen. Ja, hier haben wir viele, 9 Stück insgesamt. Ich nehme mich jetzt hier. Genau, Pflastersteine. Die können wir jetzt endlich mal herstellen. Resources. Lockpicks, Erntewerkzeuge, Eisenwerkzeuge, Stufe 4. Reparatur. Ach, der Klauenhammer, den können wir jetzt auch endlich herstellen. Den brauchen wir auch noch für eine Quest. Oh, Gott sei Dank. Endlich kann ich die Knarre herstellen. Clean Blade Weapons. Die benutzen wir hier nicht. Vorschlaghammer benutzt hier auch keiner. Pistole. Schrotflinten. Gewehre. Der Hebelregel. Ja, hier ist nämlich die FN-Ska. Maschinengewehr. Taktisches Sturmgewehr. M60. Und hier gibt es noch ein UMP-45. Mal gucken wir uns später an. Optik, medizinisch. Samen. Ironhau. Elektriker. Fallen. Arbeitsstationen. Ja, das war richtig cool. Ach, das Investment Banking. Das ist Coffee Maker. Microwave. Food Processing Table. Und der Ofen, glaube ich, den konnten wir noch jetzt auch herstellen. Ja, noch nicht ganz. Was steht hier? Armor Smithing. Okay. Aber ich habe hier irgendwas gelesen von einem neuen Fahrzeug. Truck 4x4. Ja, genau. Dingy Frame. Dingy Accessoires. Was haben wir hier? Ach, das übliche Tragschrauber. Die kannst du Boote bauen. Für was brauchst du die denn? Golfkart. Okay. Work Truck. Buggy Accessoires. Okay. Cool, ja. Ja, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Genau. So, mache ich jetzt noch leer. Das machen wir gleich. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn die Folge heute etwas länger war als erwartet. Ne? Aber man weiß ja nie, wann man auf ein Loot-Gebäude trifft, was man leerräumen kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.